Herzlich willkommen zum Bernecker Stammtisch aus dem alten Bahnhof in Oberkassel. Ich darf heute begrüßen Volker Schulz, Redakteur von der Aktionärsbrief, Bernhard M. Klinzing, Redakteur vom Frankfurter Börsenbrief und Stefan Schmidbauer, Redakteur vom Frankfurter Tagesdienst. Wir lösen direkt auf im alten Bahnhof, wer das Bier zahlen muss. Wir gucken auf das Ergebnis vom Tippspiel. Da sehen wir es. Walter Thyssen darf die Runde zahlen und ich bitte unseren Wirt Rhein, der uns hier leckeres Gulaschboy bringt. Danach Oliver Kantem, Arm lag lange Zeit im Plus, aber dann war es wieder vorbei. Fiemann, da wundern Sie sich nicht über den Kurs, da haben wir die Dividende drauf gerechnet. Und bei Gary Weber, da gab es dann noch einen Aktiensplit 1:2 und das haben wir natürlich alles eingerechnet und damit steht die Gewinneraktie fest. Der Moderator hat gewonnen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Das verdient eigentlich einen Sekt. Ja, aber der Herr ein Dom Perignon. Ja. Der Herr Thyssen wollte sich nicht dazu hinreißen lassen, den zu zahlen. Also trotzdem trinken wir auf ihn. Hervorragend, lecker. Worauf man nicht so ein bisschen trinken kann, ist zurzeit so ein bisschen die Marktlage. Ne? Wir haben alle gedacht, Griechenland ist vorbei, wir atmen auf und dann auf einmal kommt Italien. War damit zu rechnen, dass jetzt Italien auch noch ins Visier kommt, Volker? Das hat sich ja zumindest angedeutet in der letzten Zeit. Also die Ratingagenturen haben das schon schön professionell, langwierig vorbereitet und jetzt kam eben der Schuss. Also es kommt sicherlich nicht ganz unerwartet. Aber wie sehen Sie die Lage, Herr Klinzing? Muss man Italien retten oder können die sich von alleine, ganz alleine, da ihren Hals aus der Schlinge ziehen? Natürlich schwierig bei 120% Verschuldung im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt. Das ist schon eine Hausnummer und mit steigenden Zinsen wird die Belastung natürlich noch immer größer. Dazu hat Italien ja traditionell immer ein bisschen Probleme, seine Steuern einzutreiben und die Schwarzarbeit einzudämmen. Also das ist für uns Deutsche immer ein bisschen schwierig vorstellbar, wie das geht. Aber die Italiener, die haben das auf ihre Weise immer geschafft und es war eigentlich schon vorhersehbar. Denn diese PIX-Diskussion, die umfasst ja mit Doppel-I sowohl Portugal, Italien, Irland, Griechenland und auch Spanien. Das heißt, und das ist ja schon über ein Dreivierteljahr in der Diskussion. Und aber auf der anderen Seite, ich würde das auch nicht so ganz hoch hängen. Ich habe im Moment den Eindruck, dass die Jungs von Moody's da ein bisschen Amok laufen. Es ist ja nur von Moody's diese Abwertung gekommen. Standard & Poor's hat nichts dergleichen gesagt. Fitch hat nichts dergleichen gesagt. Und man sieht das ja jetzt auch in den USA. Da hat ja auch Moody's angedroht, das Credit Rating zu senken und die anderen beiden nicht. Also ich weiß nicht, was die Jungs von Moody's da reitet im Moment, so eine kleine Profilneurose oder ähnliches. Aber das sollte man auch nicht ganz so hochhängen. Wie siehst du das, Stefan? Das wird es jetzt fast auch noch einen Krieg mit den Ratingagenturen geben, weil die übertreiben. Ich meine, die EU sagt ja auch immer so, kann nicht sein, wir leiten alles in die Wege, Rettungspakete, Hilfszahlungen und trotzdem wird weiter abgewertet. Ja, es ist ein kleiner Krieg ausgebrochen, das stimmt schon, zwischen der Politik und den Ratingagenturen. Man ist sich gegenseitig auf die Füße getreten und dann ist natürlich dieser Reflex da zurückzuschlagen. Ich sehe die Lage in Italien auch nicht besonders kritisch, insbesondere nicht akut. Man muss aber schon sehen, dass mittelfristig Italien in größere Probleme kommen könnte, denn man muss über die nächsten 5 Jahre 900 Milliarden Euro refinanzieren. Herr Klinzing hat es angesprochen, bei steigenden Zinsen dürfte das wenig Spaß machen. Zinsbelastung liegt jetzt schon bei 4% des BIP jährlich. Da wird Italien also deutlich unter Druck kommen in den nächsten Jahren. Das sollte man nicht unterschätzen. Hinzu kommt, Sparmaßnahmen wären angesagt. Allerdings ist der Herr Berlusconi ja in den letzten Monaten seiner Amtszeit. Ich denke nicht, dass er nochmal antreten wird bei der nächsten Wahl. Und da ist es natürlich so, dass man sich nicht gerne unbeliebt macht bei seinen Wählern, indem er jetzt nochmal rigorose Sparmaßnahmen ankündigt. Ich glaube, wir werden das Thema Italien noch des Öfteren auf der Agenda haben. Wobei das die Frage dann bleibt, kann der sich noch unbeliebter machen mit seinen ganzen Eskapaden? Ja gut, sein Finanzminister Tremonti, der jetzt das 40 Milliarden Sparprogramm ankündigt, der ist ja in der Vergangenheit auch nicht unbedingt als Sparkommissar aufgetreten und hatte auch eher die Spendierhosen an. Also insofern muss man mal abwarten, ob da tatsächlich was dahinter steckt. Vielleicht kann sich ja Italien auch so ähnlich wie bei der EU angedacht mit privaten Gläubigern retten, indem man die Mafia ein bisschen mehr zur Kasse bittet. Die haben da bestimmt genug Geld in der Kasse. Aber trotzdem, als Italien aufkam, also als das Thema aufkam, hat der DAX erstmal einen schönen Knick nach unten gemacht, sich aber relativ schnell wieder erholt. War das, sag mal, zeigt das die Stärke des Marktes, dass man das einfach so verkraftet und nicht einfach unter diese 7000-Marke geht? Das beweist schon eine gewisse Stärke am Markt, ganz klar. Wir haben halt die zwei Welten. Wir haben auf der einen Seite die Probleme der Staaten, die hohe Verschuldung. Auf der anderen Seite haben wir eben die sehr starke fundamentale und operative Situation der Unternehmen. Jetzt fangen wir mit der Quartalsberichterstattung an. Die Gewinne werden weiter steigen. Im S&P wird ein Gewinnanstieg von 8% erwartet.
erwartet. Die Bewertung im Standard & Poor's zum Beispiel, die ist mit einem KGV von 12,5 auf einem sehr, sehr niedrigen Niveau. Ja, das liegt ein Viertel unter dem 60-Jahres-Durchschnitt. Das ist schon sehr, sehr günstig und das ist eben jetzt sozusagen die Stütze, die wir im Moment haben, ja. Und man muss ja auch noch sagen, wir haben jetzt Sommer. Das muss man dabei erstmal berücksichtigen. Das heißt, niedrige Umsätze in Frankfurt. Und da ist es schon mal leicht, die Kurse stärker nach unten zu manipulieren, was man so hört. Hat es ja aus London massive Short-Selling gegeben, um den DAX mal unter die 7000 mal kurz eine Minute zu drücken. Und dann wurde das wieder eingedeckt und dann schnellte das wieder hoch. Also diese ganzen Umsätze, die muss man auch mit einer gewissen Vorsicht genießen. Ich sag mal, im September oder im März wäre eine solche Kursbewegung nicht möglich gewesen. Klar, das ist natürlich die eine Sache, aber auf der anderen Seite geht die Berichtssaison jetzt im Sog des Schuldentheaters der EU und Amerika einfach unter? Ich kann mir schon vorstellen, dass wir jetzt am Anfang erstmal keine großen Bewegungen sehen werden am Markt. Es ist tatsächlich so, dass Griechenland, Italien und auch in Amerika die Problematik alles andere überlagert. Aber ich denke, im Laufe der Zeit, wenn die großen Namen kommen, ihre Zahlen vorlegen, dann wird sich das ändern, dann werden wir hier Effekte sehen. Also jetzt kommen keine großen Impulse von der Quartalsberichtssaison. Jetzt wird in Amerika ganz laut geschrien, QE3 muss her, weil die Konjunktur ist nicht so in Schwung gekommen, wie man dachte. Die Arbeitslosenzahlen hängen weiter im Keller. Und eigentlich sollte QE2 ja schon die Arbeitslosenzahlen oder den Arbeitsmarkt beleben. Hat es überhaupt nicht gemacht. Das Geld ist zu den Banken gegangen. Die Fed hat Geld in den Markt gepumpt, aber die Banken haben es gar nicht an die richtige Stelle weitergeleitet. Warum wird es bei QE3, wenn es kommen sollte, dann anders sein? Es wird wahrscheinlich nicht anders sein, aber es ist ja so, dass die Fed im Rahmen des QE2-Programms 80% aller amerikanischen Staatsanleihen gekauft hat. Ja? Wer soll denn diese Staatsanleihen demnächst kaufen? Ist meiner Meinung nach müssen sie ein QE3-Programm auflegen. Vielleicht machen sie es auch nicht offiziell, sondern inoffiziell, aber auf jeden Fall werden sie handeln müssen. Handeln haben oder gehandelt haben auch so ein bisschen die EU-Finanzminister. Die haben jetzt schon mal angedeutet, ein Haircut für Griechenland ist unausweichlich. Haben wir hier ja auch schon ein paar Mal besprochen und ja auch schon festgestellt. Also wir waren weit vor den EU-Finanzministern, Herr Glinzing, und die haben gesagt, der Schritt wird kommen. Welche Auswirkungen hat der Schritt jetzt, wenn er kommt? Ja, das wird natürlich zu ganz starken Verwerfungen führen. Das kann man jetzt hier am Stammtisch nicht alles erörtern. Es gibt ja in der Vergangenheit genug Beispiele für Staatspleiten, 68 in den letzten 150 Jahren. Und das hat immer sehr gravierende Folgen gehabt. Allerdings ist es vom Szenario grundsätzlich eher ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende. Commerzbank-Chef Blessing hat ja auch gesagt, man muss sich jetzt mal entscheiden, ob man jetzt 50 Milliarden abschreibt oder welchen Betrag man dann auch immer ansetzt oder ob man die über die Jahrzehnte alimentiert, die Staaten, weil sie aus eigener Kraft es nicht schaffen werden, zumindest Griechenland und die Hochverschuldeten wieder auf die Beine zu kommen. Und da ist manchmal ein Ende mit Schrecken besser. Und das hat auch die Vergangenheit gezeigt. Aber das wird natürlich zu erheblichen Verwerfungen führen. Das wird zu mindestens 2-3 Jahren sehr hohen Arbeitslosenquoten führen. In diesen Staaten über 20%. Das wird das Wirtschaftswachstum zweistellig einbrechen lassen. Aber wenn diese Phase erstmal überstanden ist, 2-3 Jahre, dann geht es denen richtig gut. Und ein gutes Beispiel dafür sind hier im Moment auch die baltischen Länder, die auch 2009 in der Finanzkrise ganz massive Probleme hatten und im Moment auf dem Weg sind, wettbewerbsfähiger zu sein als die Staaten in Zentraleuropa. Also das ist mal gut, durchaus möglich. Ja gut, hier in Zentraleuropa haben wir auch kein Geld. Stefan, also bleibt uns die volatile Phase jetzt noch eine Zeit lang erhalten? Auf jeden Fall. Ich glaube sogar, dass uns das über die nächsten Jahrzehnte begleiten wird. Das ist keine temporäre Angelegenheit. Börse hat sich verändert. Diese Zeiten, die wir früher hatten, dass es mal 1% in der Woche nach oben geht, die sind einfach vorbei. Es wird viel zu sehr spekuliert. Es gibt viel zu viele Nachrichten und auch die Schnelligkeit, in der sich Nachrichten inzwischen verbreiten, hat sich dramatisch verändert. Man muss sich einfach den Gegebenheiten anpassen. Dafür sind wir da. Und das wird auch die nächsten Jahre funktionieren. Also haben wir Börse 2.0. Vielleicht noch ein allgemeines Thema, was wir mal einfließen können. Stoppkurse. Wir sagen ja auch immer in den Börsenbriefen und alles, setzen Sie bitte Stoppkurse. Macht das in der Phase jetzt, wo es so schnell rauf und runter geht, überhaupt Sinn, einen Stoppkurs zu machen? Oder laufe ich da Gefahr, einfach ausgestoppt zu werden und die Aufwärtsbewegungen dann wieder komplett zu verpassen? Man muss es, glaube ich, von Fall zu Fall abhängig machen. Grundsätzlich hat die Stoppkurstechnik ist es schon ein Problem insgesamt, weil die Volatilität eben sehr, sehr hoch ist. Wir haben es ja zuletzt gesehen, der DAX fällt auf 7.000 runter und ballert dann innerhalb von einer Woche auf 7.500 Punkte hoch. Ja. Wer hier mit Stops arbeitet, die meinetwegen 5 oder 10% unter den aktuellen Kursen liegen, der fliegt immer raus. Ja. Deshalb ist das schon ein Problem. Also man muss es von Fall zu Fall entscheiden. Wenn ich eine Aktie habe, was weiß ich habe die BMW und liege damit 90% vorne,
dann kann ich das natürlich machen. Dann kann ich mir sagen, ich setze jetzt einen Stop-Loss 10% oder 15% unter aktuellem Kurs, dann fliege ich raus und dann kann ich sehr gut damit leben. Ich habe 80% verdient. Ja. Aber wenn ich jetzt heute irgendetwas kaufe und hier einen sehr engen Stop platziere, die Wahrscheinlichkeit, da ausgestoppt zu werden, ist doch sehr, sehr groß. Dann besser ein ganzes Depot vielleicht mit einem Put absichern. Im Frankfurter Börsenbrief hatten wir geschrieben, dass wir jetzt in eine typische Sommerbörse laufen werden. Und wir haben unsere Liquidität auf 21% bis 31% erhöht, je nach Phase. Einfach deswegen, weil das so eine ganz typische Sommerbörse. Ich hatte das eben schon mal gesagt, niedrige Umsätze. Das heißt, die Investoren, die ziehen sich sukzessive zurück vom Markt und überlassen den Händlern das Feld, den Tradern. Und das führt dann zu einer steigenden Volatilität. Das haben wir jeden Sommer, das gleiche Thema. Und das heißt, der Privatanleger, der sollte vielleicht mit Liquiditätsquoten eben um die 20% im Moment in diese Börse reingehen. Im Herbst ergeben sich dann wieder neue Chancen, wo man dann wieder stärker Gas geben muss. Aber in dieser Phase gebe ich Herrn Schulz recht, ist es schwierig, mit Stoppkursen zu arbeiten. Wenngleich ohne Stoppkurse ist natürlich an der Börse immer Selbstmord. Das ist natürlich klar, dann geht es nach unten und dann guckt man am nächsten Tag in das Depot und schaut ins Leere. Wie handhabt es der Frankfurter Tagesdienst? Wir arbeiten also ausschließlich mit Stoppkursen und ich finde auch, dass es gerade in der kritischen Phase, die wir jetzt haben, keine schlechte Strategie ist, weil man eigentlich die Aktien rausfällt, dann kann die wirklich dynamisch und stark nach oben laufen. Das heißt, auch wenn mal eine Aktie durchfällt, macht nichts. Es gibt genügend andere interessante Werte. Man muss sich darauf konzentrieren, dass man die wirklichen Perlen sich ins Depot holt. Und von daher finde ich das nicht dramatisch. Dann hat man eben 2, 3 Werte weniger im Depot, sucht man sich neue, geht das weiter. Es gibt immer wieder eine Aktie, die läuft. Ne? So ist das. Und damit sind wir beim Thema. Wir sind bei unserem Stresstest angekommen. Wir wollen mal gucken, ob die Aktie, die wir jetzt unter die Lupe nehmen, ins Depot gehört oder nicht. Im Stresstest geht es heute um die Aktie von RWE, die Versorger ja schon immer in der Kritik. Jetzt bändelt oder bandelt RWE vielleicht mit Gazprom an. Ist das eine Sache, die die Aktie vielleicht wieder interessant macht? Gazprom will also um die 20% an RWE erwerben, aber ich glaube eher Gazprom profitiert davon als RWE, oder? Also zumindest profitiert RWE nicht davon. Ja, also auf eine Übernahme braucht man auf keinen Fall spekulieren. Sowas wird es sowieso nicht geben. Das wird der deutsche Staat auch überhaupt nicht zulassen. Auf der anderen Seite ändert sich ja bei RWE durch den Einstieg Gazprom rein gar nichts. Ja, Fakt ist nun mal, dass Deutschland aus der Kernkraft aussteigt. Das war der absolute Cashbringer für RWE und E.ON. Beide verlieren dadurch in den nächsten 10 bis 12 Jahren über 20 Milliarden Euro entgangenen Gewinn. Also von daher, ich sehe da ehrlich gesagt relativ wenig Perspektive. Hinzu kommt, dass es jetzt auch noch Gerüchte gab, dass RWE eine Kapitalerhöhung starten muss. Es gibt Gerüchte, dass RWE eventuell auf ein D-Rating abgestuft wird. Also dazu kommt noch die Markttechnik, die katastrophal aussieht. Also ich wüsste jetzt nicht, warum man diese Aktie kaufen muss. Ja, Treppe abwärts, ne? Würdest du RWE anfassen? Jetzt nicht aufgrund der Nachricht, dass Gazprom da einsteigt. Ich habe heute noch gelesen, dass es tatsächlich jetzt eine Kooperation geben wird. Man will gemeinsam Gaskraftwerke und Kohlekraftwerke bauen. Nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, Kapital kauft keine Ideen. RWE wird sich hinsetzen müssen, man wird sich neu überdenken müssen. Man braucht wirklich eine klare Ansage, wohin soll es gehen, in welche Richtung. Man muss den Anlegern jetzt auch wieder eine Story bieten, die interessant ist. Und solange das nicht passiert, würde ich die Aktie nicht anfassen. Auf keinen Fall. Herr Klinzing, sehen Sie irgendwo ein Fünkchen Fantasie in der Aktie von RWE? Ja, noch tiefer kann sie ja nicht fallen. Das hat ein berühmter Börsenguru immer gesagt. Nein, also sie kann natürlich noch weiter fallen, das ist ganz klar, aber die wichtigsten Argumente sind schon gesagt worden. Jetzt haben sie auch noch ihr Netz verkauft, das ist insofern eigentlich nicht bemerkenswert, da es E.ON und Vattenfall ja auch schon gemacht haben, aber bisher hatte RWE ja gesagt, das ist ganz strategisch wichtig für uns, das Netz zu behalten müssen wir auf jeden Fall. Und wenn die das jetzt schon abstoßen müssen und da zurückrudern müssen, dann sieht man, wie ernst es im Moment um RWE steht. Und dann machen sie auch kein großes Geheimnis drum. Sie haben ja gesagt, in den nächsten 2 Jahren ist kein Wachstum drin, keine Fantasie drin. Und dem sollte sich der Anleger dann nicht denken, er wäre schlauer als das Management und da jetzt einsteigen. Sie wollen überhaupt weiter divestieren. Sie wollen noch Tochtergesellschaften von mindestens 4 Milliarden Euro abstoßen, um wieder kapitalkräftig zu werden, um, wie Herr Schulz schon sagt, das Rating nicht zu verlieren. Und die Kapitalerhöhung, die wird auf jeden Fall kommen. Und das wird dem Kurs nochmal einen Dämpfer geben. Also, wenn, dann eine exzellente Schrottgelegenheit.
Okay, da haben wir doch, Herr Kantem ist nicht da, aber gut, der Daumen, da brauchen wir nicht lange drum rumreden. Beim Stresstest zeigt der Daumen deutlichst nach unten, RWE allerhöchstens ein Short-Kandidat. Da brauchen wir nicht über Stoppkurse reden, da brauchen wir einfach nur sagen, wer sie hat, raus, oder wer was möchte, kauft einen Put. Also, das ist unser Stresstest, und jetzt kommen wir natürlich zu den Aktien, die wieder in die neue Runde gehen. Vier haben wir uns wieder ausgesucht, welche das sind, gucken wir uns jetzt an. So, Stefan, du hast beim letzten Mal gewonnen, vor 4 Wochen, mit Adidas. Welche Aktie kommt jetzt ins Spiel? BSKB habe ich diesmal dabei. Ist jetzt keine fundamentale Geschichte, sondern einfach die Spekulation auf eine Gegenbewegung. Ich glaube, in den letzten Wochen ja dieses große Thema News of the World. Und Rupert Murdoch hat daraufhin gezwungenermaßen sein Gebot für BSKB zurückziehen müssen. Das hat die Aktie deutlich unter Druck gebracht. Die ist heftigst abgestürzt. Das war jetzt, glaube ich, gegenüber 4 oder 5 Tage. Ich erwarte, dass wir hier eine kräftige Gegenbewegung sehen werden in den nächsten 2 Wochen. Und darauf möchte ich hier spekulieren. Wo kommt die her? Einfach, weil das übertrieben war nach dem Murdoch-Ausstieg, der Absturz? Die fundamentale Story bleibt intakt bei BSKB. Die verdienen gutes Geld. Es gibt also eigentlich keinen Grund, die Aktie abzustoßen. Das hatte jetzt rein den Hintergrund, dass die Anleger eben enttäuscht waren, dass es nicht zu dieser Übernahme kommen wird. Insofern denke ich, wird sich der Kurs über kurz oder lang wieder auf dem hohen Niveau, das wir bis vor 2 Wochen noch hatten, wieder einpendeln. Ja, dann haben wir ja einiges vor uns. Ne? Da müssen wir also jetzt... Dann hat er schon quasi gewonnen, würde ich sagen. Ja, müssen wir also, extrem anschauen. Müssen wir uns nach der Decke strecken, wie ich das hier so sehe. Das wird nicht in den nächsten 2 Wochen passieren. Das ist auch klar. Ach so, ja, aber darum geht's. Die, ne? die Gegenbewegung, die wird jetzt kommen in den nächsten 2 Wochen. Dass wir das alte Niveau sehen, das war 1-2 Wochen aktiv war, das, denke ich, wird noch ein halbes Jahr dauern. Aber es geht nach oben, siehst du? Und das soll es ja auch. Wir wollen ja interessante Aktien vorstellen, ne? Mit ein bisschen... Pep und ein bisschen Ehrgeiz. Ne? Genau. Deswegen habe ich mir ausgesucht SGL Carbon. Ja, gut. Ja, Herr Klinzing. Ja, toll. Tolle Aktie, ne? Hast du in unseren Briefen gelesen wahrscheinlich, oder? Ja, klar. In allen unseren Briefen empfohlen, ja. Ja, also, was soll daran falsch sein? Ich finde das schön, dass Sie jetzt auch auf den Trichter kommen. Ja, auch schon. Ja, aber man muss halt, ich folge da der Frau Klatten, weißt du, die hat letzte Woche aufgestockt. Und wer weiß... VW ist ja auch beteiligt. Vielleicht schlagen die jetzt zurück. Wir kennen ja, ne, den Herrn Pierce. Ne? Der lässt sich ja so schnell nicht die Butter vom Brot nehmen. Haben wir ja bei MAN gesehen. Also vielleicht fährt er jetzt auch bei SGL Carbon eine Attacke. Sonst ansonsten... Bisschen Fuchs, würde ich sagen. Ja, das ist bei Gary Weber, habe ich auf die Aufnahme in MDAX spekuliert. Ne? Jetzt hier auf dem Ferdinand. Wenn es nicht klappt, rufe ich nächste Woche bei ihm mal an und sage, hör mal Junge, hier... Erstmal in den Senkel stellen. Ja, mach mal hinne mit SGL Carbon, kauf mal ein paar Stück. Sonst geht das an die Frau Klatten und da wird er schon sagen, Jungs sagen, hier Jungs, also auf geht's kaufen. Da wird er die Hacken zusammenknallen, so wie ich ihn kenne. Ja. Aber das ist bestimmt nicht falsch, was du da machst. Ich meine, das war ja schon bei Fukushima so. Ich kann mich noch erinnern, als der DAX 800 Punkte abgestürzt ist, die SGL Carbon, die hat noch nicht mal nach unten gezuckt in der Phase. Ja, aber Donnerstag früh, Donnerstag hat sie gezuckt, 3% nach unten. Jetzt schauen wir mal, wie sie das verkraftet. Vielleicht ist das ja noch eine günstigere Gelegenheit für VW, um da einzusteigen. Aber Herr Klinzing, reden wir noch nicht lange über meine kleine, bescheidene Aktie. Kommen wir hier zu den wahren großen Könnern. Ja, also ich habe mitgebracht keine Turnaround-Story wie Herr Schmidbauer, sondern The Trend is Your Friend. Eine Aktie, die auch seit einiger Zeit im Steigen begriffen ist, Hermès. Französischer Luxusgüterhersteller, die in ganz verschiedenen Segmenten tätig sind. Uhren, Kleidung, Taschen, alles Mögliche. Sind sehr teuer, muss man ganz klar sagen. So teuer wie ihre Produkte, kann man fast sagen. Haben ein KGV von 39, also sehr, sehr teuer. Aber dafür haben sie auch eine operative Marge von 29%, was ich sehr gut finde. Und eine Eigenkapitalrendite von 21%. Das ist auch sehr ordentlich, zuletzt auch um die 20% gewachsen. Asiengeschäft macht sehr, sehr viel Freude. Und es ist ja so, dass China im Moment der am stärksten wachsende Markt für Luxusgüter ist, über 50% pro Jahr. Und da macht Hermès eine sehr, sehr gute Figur. Und ich denke, wenn unsere Zuschauer sich die Produkte von Hermès demnächst im rauen Mengen kaufen wollen, sollen sie zunächst einmal auf die Aktie gehen. Und ich denke, das ist die nächsten Wochen noch ein sehr gutes Thema. Auch die, genau wie die SGL Carbon, hat zuletzt sich überhaupt nicht irritieren lassen von irgendwelchen Nachrichten um EU-Krise. Da schweben die einfach drüber. Ja, und ich sehe auch jeden Morgen die Handtaschen von Hermes, die stehen ihnen einfach hervorragend.
Volker, du kommst jetzt mit einer Aktie, die vielleicht nicht jeder kennt, Progresswerk Oberkirch. Was machen die? Die machen keine Staubsauger, so hört es sich ja rein namensmäßig erstmal an. Ja, das kein muss man Vorwerk, wissen. Kein, also kein, keine Vertreter. Nein, nein. Das ist ein deutscher Automobilzulieferer, ja, der die Autobranche brummt. Wir haben ja die Zulassungszahlen zuletzt auch gesehen, da geht es richtig ab. Wir haben die Charts gesehen von Leoni, von Continental, wo wir überall Breaks nach oben gesehen haben, obwohl die Börsenlage insgesamt sehr holprig war. Die PWO, die hängt jetzt noch so ein bisschen zurück. Die machen hauptsächlich Umformungstechnik, das heißt PWO profitiert auch von einem beschleunigten Trend zu neuen Modellen, was wir im Moment auch sehen. Das Interessante an PWO ist, dass sie einen unheimlich hohen Auftragsbestand haben. Ja, die haben im Mai einen Auftrag von 120 Millionen Euro eingefahren. Ja, aber dazu muss man wissen, dass die dieses Jahr etwa 285 Millionen Euro Umsatz machen werden. Die sind für die nächsten zwei Jahre quasi ausgelastet. Die werden im Umsatz nächstes Jahr auch um 15% wachsen können und 2013 auch. Das heißt, man weiß auch jetzt schon, dass sie nächstes Jahr ca. 6 Euro je Aktie verdienen. Das heißt, sie haben ein 7er KGV. Das ist unter den deutschen Automobilzulieferern die niedrigste Bewertung. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt unter 0,3. Und aus diesem Grund denke ich, dass die Nachholpotenzial hat und das sollte doch in den nächsten Wochen Wirklichkeit werden. Also hier sind ja Kracher unterwegs. Ich bin hin und weg. Also wir haben ja alle unsere Hausaufgaben gemacht. Ne? Also da sollten wir nochmal schnell drauf anstoßen. Ich bin gespannt. SGL Carbon, das klingt doch wie Sieger gleich schon von vornherein. Siegel Carbon, ja, genau. Aber also Progresswerk Oberfranken, wenn hier in Oberkirch. Meine Damen und Herren, 4 Aktien. Sie dürfen gespannt sein, welche das Rennen macht. Und wir kommen zu unserem Blick auf den DAX, zu unserem Tippspiel. Come with me. So, auch diese Woche mussten wir uns leider hinten anstellen. Letzte Woche ging das Fässchen Bier schon außer Haus. Diese Woche geht's auch wieder raus. Wir waren alle ein bisschen zu optimistisch. Wir schauen mal schnell drauf auf unser Tippspiel. Gewonnen hat diesmal der Herr Bannhofer. Damit geht ein Fässchen Altbier und nach Österreich. Ob die was damit anfangen können? Ich bin, er hat schon mal eins bekommen, hat geschrieben, es hat ihm sehr lecker geschmeckt. Okay. Also wir werden in Österreich die Marke noch ein bisschen verbreiten. Heinze dann, und dann sehen wir erst die Frau Pohl, die war mit 7400 Punkten noch am vorsichtigsten letztes Mal beim Tippen, und ja, Weingran hat es gar nicht erst auf. Wo seid ihr denn alle da auf der Liste? Was habt ihr da getippt? Ja, ich habe 7570 getippt, also bin ich gar nicht mehr drauf gekommen. Also letzte Woche sah es ja noch alles recht positiv aus. Da war ja noch die Griechenland-Abstimmung war vom Tisch, alles war weg und der DAX hatte eigentlich freie Fahrt. Und dann, ja, dann kam Italien. Und da haben wir dann alle ein bisschen schief gelegen. Wir können jetzt Italien einpreisen. Was denkst du, wie sich der DAX jetzt entwickeln wird in der nächsten Zeit? Also es ist wirklich jetzt über zwei Wochen eine sehr, sehr schwierige Prognose. So wie es aussieht, werden wir nächste Woche nochmal einen Sondergipfel bekommen. Wahrscheinlich gehen davon dann erst nochmal kurzfristig positive Impulse aus. Das heißt, ich würde mal darauf tippen, dass wir einen Tick höher stehen. Ich würde mal sagen 7250 Punkte. 7250 Punkte. Herr Gensing, wie wird sich der Markt entwickeln? Sehen Sie irgendwelche großen Krisenherde noch schlummern oder ist jetzt erstmal alles schon so ein bisschen eingepreist und wir können mal ein bisschen nach vorne gucken? Nee, ich sehe im Moment keine Krisenherde bis auf die vergangenen. Im Gegenteil, wenn die Probleme gelöst werden, beziehungsweise es sich andeutet, gelöst zu werden, auch wenn es nur scheinbar ist, wie zum Beispiel jetzt diese amerikanische Schuldenproblematik, da ist ja klar, dass sich Republikaner und Demokraten einigen werden auf eine Erhöhung der Schuldengrenze. Das ist ja jetzt schon sonnenklar. Aber wenn das erstmal am Markt rauskommt, dann machen die Märkte natürlich einen Satz nach oben. Das ist ja ganz klar. Aber dann setzt es wieder Gewinnmitnahmen ein. Also, ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, unsere Prognose ist ja volatiler Sommer und dabei bleibt es. Und deswegen ist es in der Tat schwierig, wo es hingehen wird. Aber ich sag mal, dass wir, ich bin da etwas optimistischer. Ich denke, wegen dieser US-Geschichte, dass wir im Bereich von 7.360 reinkommen. Stefan? 7.400, weil ich auch glaube, dass wir so kleine Impulse nach oben sehen werden. Die Marktteilnehmer sind weitestgehend abgestumpft, was die Schuldenproblematik angeht. Und ich denke, die Quartalszahlen können vielleicht doch den einen oder anderen Ansatz liefern, dass neu gekauft wird. Also 7.400 halte ich für realistisch.
Ja, wir liegen ja hier alle ganz dicht beisammen, ne? Also ich denke auch, dass die Quartalszahlen jetzt ein bisschen mehr für Stimmung. Deshalb musst du dich abheben jetzt von uns, ja? Ja, das, damit ich ja auch nächste Woche wieder als der außerhalb der Tafel. Außerhalb, als Vollpfosten außerhalb der Tafel wieder dastehe, ne? Aber ich denke auch, wir gehen ein bisschen nach oben. Ich sage 7.430. Also die Quartalszahlen werden ein bisschen kommen, wir werden ein bisschen aufatmen und dann kommen wieder unsere Freunde, unsere Angelsachsen und machen eine Short-Attacke und dann gehen wir kurz wieder runter und wir gehen wieder hoch. Macht ja am meisten Spaß. Mir ist aufgefallen, sie machen immer Hop oder Top. Ja. Sie lassen immer erst die anderen tippen und dann setzen sich entweder ans oberste Ende oder ans unterste Ende. Entweder es klappt und der DAX haut Richtung 7.500 ja, und dann ist man gut dabei oder eben nicht und dann, naja, gut. Ja, gut, neues Tippspiel, neues Glück. Genau, so irgendwie muss man sich ja absetzen, ne? Also, man muss ja gucken, wo man bleibt. Jetzt wird es natürlich eng. Was, jetzt bin ich? Jetzt bist du doch schaut. Ja, jetzt müssen wir für nächste Woche wieder sein. Herr Klinzing, müssen Sie mich immer entlarven? Das gibt's nicht. Aber Gary Weber war gut. Also, muss ich noch mal darauf hinweisen. Richtiges Timing, da habe ich Glück gehabt. Obwohl, man muss ja sagen, im Verlauf war der Herr Kantin mit Arm am Dienstag, noch dieser Woche, war er mit Arm vor Gary Weber. Da war er in Führung. Und dann hat sich Arm gnadenlos verabschiedet. Da haben die Angelsachsen erst eine Short-Attacke auf Deutschland gemacht und dann haben sie den Eigenmarkt geschortet. Da ist dann der Olli unten durchgefallen. Aber trotzdem sind wir alle ein bisschen positiv noch, was so auf uns zukommt. Die Krisen sind ein bisschen verdaut, darauf können wir trinken. Und zu Ihnen sagen wir natürlich dann noch eins, was ich natürlich wie immer vergessen habe, beim Stresstest zu erwähnen, dann kann ich es am Ende erwähnen. Sie können natürlich mittippen. E-Mail-Adresse ist redaktion@bernecker.tv. Da können Sie Ihren Tipp hinschicken. Da können Sie vor allen Dingen auch eine Aktie hinschicken für den Stresstest. Ist ja auch geschehen, deswegen haben wir heute RWE unter die Lupe genommen. Und wir müssen noch fürs Tippspiel eine Klitzekleinigkeit erwähnen, weil da kam unter der Woche eine kleine Protest-E-Mail, weil ich den Herrn Seibold, habe ich beim letzten Mal vergessen, der wäre auf dem 7. Platz gewesen. Das tut mir sehr leid, Herr Seibold. Der hatte nochmal kurze Fragen dann auch zum Tippspiel. Also nochmal zur Erklärung. Wir nehmen immer beim Tippspiel den Eröffnungskurs vom Donnerstag früh vor der Sendung, wenn wir das machen, und natürlich auch den Tippkurs in 2 Wochen ist dann wieder der Eröffnungskurs vom Donnerstag. Und wenn Sie eine Tippgemeinschaft bilden möchten, hat Herr Seibold auch gefragt, können Sie das auch gerne machen. Wir sind froh über jeden, der mittippt, denn wir wollen ja natürlich auch mal ein Bier loswerden. Ne? Jetzt geht wieder eins nach Österreich. Also, machen Sie es gut, bis zur nächsten Ausgabe. Ich habe schon wieder zu viel getrunken, also machen Sie es gut. Danke, dass Sie da waren. Prost.